Hallo YouTube, heute beginnt ja die erste Season in, ja, ich glaube 4, 4,5 Stunden. Bevor wir in die neue Season starten, will ich euch nochmal teilhaben lassen an der Preseason. Ich habe ja nur Hardcore gezockt, deswegen möchte ich mit euch einmal durchgehen. Wer hat überlebt? Auf welchen Stand haben sie überlebt? Wer ist gestorben? Und was habe ich daraus gelernt? Und natürlich auch, wie viele Stunden meines Lebens habe ich an verstorbenen HC-Charakteren verloren? Zunächst einmal haben wir hier einen wunderschönen Totenbeschwörer, der hat auch Weltstufe 3 erreicht. Also komplett durch die Story durch, Weltstufe 3 auf 48 haben wir auch gemeinsam freigeschaltet, teilweise im Livestream, teilweise in Let's Plays. Der ist safe und Necro gefällt mir jetzt im Laufe der Preseason auch recht gut. Allerdings muss ich auch sagen, mein Ranking, was ich mal aufgestellt habe, besteht so nicht mehr, weil es da wieder neue Erkenntnisse gegeben hat. Dann machen wir einmal weiter. Gestern im Livestream haben wir die Zauberin durch die Story gebracht auf Stufe 42 oder so. Also Anfang 40 hat sie die Story abgeschlossen. Dann haben wir noch ein paar Dungeons gemacht. Wir haben Lilith besiegt. Die war 3, 4 Level über uns. Also das war schon ziemlich nice. Leider gab es Probleme zu dem Zeitpunkt mit dem Stream, so dass ich den Lilith Kill nicht aufzeichnen konnte. Aber Zauberin, sehr cooler Charakter. Zauberin wird auch auf jeden Fall ein Char werden, den ich parallel zum Druiden in der ersten Season spielen werde. Gefällt mir sehr gut. Deutlich überlebensfähiger, als ich es ursprünglich mal geglaubt habe. Damage ist wunderbar. Das, was mir hier fehlt, ist noch die Weltstufe 3 freischalten. Wenn ich das mache, das werde ich auch definitiv machen, werde ich dazu auch noch einen Guide machen, weil viele Probleme haben mit der Zauberin in Sachen Überleben. Dann gehen wir einmal weiter. Wir haben hier den Barbaren, mit dem habe ich ein bisschen rumgespielt, ein bisschen ausprobiert. Dadurch, dass der Barbar von den meisten Leuten gezockt wird, habe ich da jetzt nicht so viel Zeit investiert, ist auch immer ein Char, der mich in der Vergangenheit nicht so wirklich interessiert hat. Dennoch habe ich ihn auf Stufe 30 gezockt. Ich habe auch ein oder zwei Barbaren verloren, weil ich da ein paar Fails gebaut habe. Wird in der Zukunft auf jeden Fall auch noch weiterhin gezockt, aber für die Preseason und für die Season 1 eher ja, eine Randerscheinung. Und dann haben wir nochmal den Jäger, Craven, den Hunter. Mit dem habe ich am wenigsten gezockt, obwohl die Art und Weise, wie man den Jäger zocken kann, sehr cool ist. Also eine sehr schnelle, agile Klasse, die auch ordentlich Damage raushauen kann, die auch einigermaßen gut überleben kann, sage ich mal, weil ich da mit dem Testen auch noch nicht hundertprozentig durch bin, aber macht einen sehr schönen, sehr guten Eindruck. Ich werde auch nochmal parallel zur Season ein bisschen Zeit in ihn hier investieren, aber auch eher eine Randerscheinung, die uns aber zukünftig in den Seasons auf jeden Fall über den Weg laufen könnte. Und damit sind wir mit den Chars durch, die überlebt haben. Der Druide ist so oft draufgegangen, aber das gehen wir gleich einmal durch. Schauen wir mal in die Leichenkammer und lasst euch überraschen, was da so alles drin ist. Und da sind wir auch schon in der Leichenkammer. Wir haben hier nur 8 freie Plätze. 2 Leichen mussten noch rausgeschmissen werden, weil ich keinen Platz mehr hatte. Insgesamt habe ich hier circa 180 Stunden plus an Chars verloren, die draufgegangen sind. Ist aber für die Preseason vollkommen in Ordnung. Jetzt in der Season 1 würde ich diese Zahl natürlich deutlich weiter nach unten drücken. Und auch wichtig, die meisten davon, 80-90%, war mein eigenes Versagen. Die Server und die Performance hat mir, glaube ich, nur ein oder zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Chars waren aber so low, dass es letztlich egal war. Wer ist aber im Endeffekt gestorben? Mein erster Necro ist auf Stufe 30 gestorben. Ich muss nochmal eben schauen. Das war in einem Dungeon. Da war ich ein bisschen überheblich, ich habe mir ein bisschen zu viel zugemutet und dann haben die mich umzingelt. Ich bin nicht rausgekommen, zack, niedergemetzelt.
passiert. Dann haben wir hier meinen ersten toten Druiden. Den habe ich parallel zu meinem Hauptchar gezockt. Bin dann im ersten Gebiet durch die Gegend gelaufen. Dann gibt es einen Rare Spawn. Das ist ein Baum. Der hat mich mit seinem Gift sehr schnell zerfetzt. Dort war ich auch auf Weltstufe 2 unterwegs. Und dann habe ich gesagt, Weltstufe 2 mache ich nicht mehr. Ich zocke hoch auf Weltstufe 1 und springe dann direkt auf die dritte. Damit bin ich sehr gut gefahren. Hier haben wir, ja, fast 7 Stunden verloren. Geht eigentlich noch. Dann, nachdem der Parallelchar draufgegangen ist, habe ich mal versucht, wie weit ich komme auf Veteran. Bis Stufe 10 kein Problem. Ab Stufe 10 hat es dann mit dem Druiden so ein paar Probleme gegeben. Ich habe auch die Ausrüstung nicht aufgewertet. Hatte auch keine so gute Ausrüstung. Also für mich war so Stufe 10 das Gap, wo ich sage, bis dahin und nicht weiter. Auch nochmal eine kleine Erfahrung in Bezug auf Weltstufen. Wie hoch kann ich gehen? Wie hoch will ich gehen? Deswegen bis Stufe 50 werde ich jetzt immer auf Weltstufe 1 zocken, weil ja, auf 2 sind wir langsamer, es ist gefährlicher. Es hat für mich keinen allzu großen Nutzen. Was hier noch in der Aufstellung fehlt, ist einmal ein Barbar Stufe 14. Der ist draufgegangen, weil ich einen Disconnect hatte. In der ersten Stadt, wenn wir oben links rausgehen, haben wir gleich ein Event. Und dort waren die Ziegenmenschen als Event. Ich bin dort hingelaufen, hatte einen Disconnect. Beim Einloggen war der Dude halt tot. Und was hier auch noch fehlt, ist eine Stufe 20 Zauberin. Die ist draufgegangen, weil diese explodierenden Kadaver in die Luft geflogen sind. Ich stand zu nah dran. Der hat mich zerfetzt und auseinandergenommen. War bitter, hat auch ein bisschen wehgetan, aber dann habe ich gelernt, alles das, was explodiert, davon sollte ich mich fernhalten. Stufe 51, Lilith. Das war im Let's Play, wo ich das erste Mal Lilith getried habe. Hat auch alles so weit gut funktioniert. Wir hätten sie auch ohne Probleme platt gemacht. Aber ich habe zu spät gecheckt, dass sie unter mir den Boden wegfetzt. Das war mein allererster Kill mit dem Druiden. Auch noch direkt bei Lilith. Besonders ungünstig. Aber danach haben noch einige Druiden sich an Lilith rächen können. Von daher passt das soweit. Wir haben hier nochmal ein Necro. Der ist im Storyteil draufgegangen. Urteil der Mutter. Ungefähr in dem Bereich, wo wir gegen Elias kämpfen müssen, wo er sich immer wieder wiederbelebt. Das ist die gute Dame mit ihren roten Kreisen auf dem Boden. Da habe ich dann halt gemerkt, dass der Necro, wenn man die Boss-Mechaniken nicht spielt, schnell draufgehen kann. Dann bringen ihm seine Minions nichts, dann bringt ihm der Lehmgolem nichts, der dicke Schaden bringt auch nichts. Wenn man die Mechaniken mit dem Necro ignoriert, liegt man sehr schnell im Dreck. Dann mein höchster Druide. Hier kommen wir auch schon langsam in einen Bereich, wo es richtig wehtut. 80 Stunden Spielzeit draufgegangen. Der Deckarbeiter, wirklich so die gammeligste Art zu sterben, auf die man nur sterben kann. Ich habe versucht, die komplette Map aufzudecken. Bin dann eine Treppe hochgeklettert, habe eben die Map geöffnet. Habe auch gehört, dass auf mich eingeschlagen wird. Habe das Ganze unterschätzt und dann, als ich die Map geschlossen habe, war ich auch schon down. Also, wenn ihr auf der Map rumspielt, macht das lieber in der Stadt und nicht auf dem offenen Feld, selbst wenn ihr meint, man kann euch nicht töten. Der nächste Druide, Stufe 52, vergleichbare Geschichte. Nein, Quatsch. Das war in einem Dungeon. Ich habe gerade Nightmare Dungeons gemacht, wollte meinen Druiden hochleveln, weil ja hier der 69er draufgegangen ist. War am Zocken, auf einmal klingelt es am Telefon, aufs Handy geguckt, war meine Mutter dran. Kannst ja schlecht den Anruf von deiner Mutter wegdrücken, deswegen bin ich rangegangen. War fest der Meinung, ich habe lange genug gewartet. Mein Char hat sich Richtung Stadt teleportiert, aber das hat er in dem Fall nicht. Kurz vorher muss er geschlagen worden sein oder ich muss auf der Tastatur auf irgendeinen Knopf gekommen sein. Auf jeden Fall wurde der Port abgebrochen. Ich habe mir das Handy geschnappt, bin durch die Wohnung gelaufen, habe telefoniert. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich gesehen, dass mein Druide tot ist. Habe einmal
sehr laut, sehr stark geflucht. Freundin ist fast vom Sofa gefallen, hat sich gefragt, was los ist, konnte es nicht verstehen, dass ich mich aufgeregt habe, was ich wiederum nicht verstehen konnte. Am Ende des Tages eine lustige Geschichte, aber in dem Moment war es halt sehr bitter. 23 Stunden sind dort draufgegangen. Da habe ich dann auch zum ersten Mal nicht die Story gezockt, sondern habe die Kampagne übersprungen und bin dann direkt straight durchgelaufen. Ging deutlich schneller und ab dahin habe ich das nur noch so gemacht. Und der letzte Druide, der draufgegangen ist, ja, hier haben wir 2 Stunden mehr und da sind 5 Level mehr. Ja, der gute Druide ist auch in einem Dungeon gestorben. Das muss Ende letzter Woche gewesen sein, Donnerstag, Freitag. In der Mittagspause dachte ich, boah, draußen ist Bullenhitze. Ich habe zu Hause eine Klimaanlage angemacht, ein bisschen abgekühlt, habe aber mein Notebook nicht in den Ruhezustand versetzt. Dann kam ein Teams-Anruf rein und ja, wie das halt so ist, während der Mittagspause sollte man so ein Bullshit nicht machen. Man sollte auch den Laptop komplett dicht machen oder Abwesenmodus oder was auch immer machen. Aber instinktiv bin ich dann entsprechend an den Anruf rangegangen, habe mit meinem Kollegen gesprochen und aus dem Augenwinkel habe ich dann gesehen, wie ja, ich niedergemetzelt wurde. War ein bisschen komisch, weil kannst ja schlecht in einem Gespräch mit einem Kollegen richtig durchdrehen und ausrasten. Aber es war halt Mittagspause, von daher habe ich gelernt, so ein Bullshit nicht mehr in der Mittagspause zu machen, selbst wenn man theoretisch die Zeit dazu hat, selbst wenn man die Ruhe dazu hat, besser ist nach Feierabend. Und das waren jetzt alle Tode, die so passiert sind, wie gesagt, in Summe 180 Stunden plus. Einige waren sehr bitter und was ich auf jeden Fall lerne ist, wenn ich Diablo 4 Hardcore zocke, dann sollte ich alles andere ignorieren, was um mich drumherum passiert. Selbst wenn die Welt untergeht, selbst wenn die Welt in Flammen steht. Ja, das habe ich schon mal gesagt, aber dieses Mal halte ich mich auch dran. Und Hardcore zocke ich jetzt auch nur noch abends, so wie es sein sollte. Dann, wenn ich Ruhe habe, dann, wenn ich Zeit habe, wenn mich keiner hetzt, wenn mich keiner stört. Und was auch wichtig ist, wenn die Performance mal in den Keller gehen sollte, log ich vielleicht auf einen Alternativ-Char oder zock irgendwas anderes. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Server haben in der Pre-Phase zumindest bei mir sehr gut mitgespielt. Nach Release hatte ich 2-3 Tage, wo es dann abends von 22 Uhr bis ca. 22.30 Uhr mal ein bisschen laggy war. Das waren aber wie gesagt nur 3 Tage. Ansonsten hatte ich keinerlei Probleme, bis auf den Disconnect, der mir den Barbaren zerfetzt hat. Hat mir jetzt aber nicht wirklich wehgetan, hat mich nicht wirklich gestört. Performance-technisch ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen dem, was wir bei Diablo 3 zum Release bekommen haben. Von daher alles gut, alles schick. Und bei der Performance muss man auch immer wieder sagen, wir leben hier in Deutschland. Da ist das Internetnetz auch nicht unbedingt das Beste. Und am Ende des Tages, ob es jetzt wirklich am Blizzard liegt oder zum Beispiel an meinem Drecksanbieter Vodafone, kann ich nicht sagen. Ihr merkt es ja teilweise auch in den Streams, dass dann die Performance mal runtergeht. Also in Deutschland haben wir ein ganz, ganz großes Internetproblem. Und von daher kann ich prinzipiell noch nicht mal Blizzard dafür verantwortlich machen. Es ist, wie es ist. Aber das war jetzt einmal der Rückblick auf die Pre-Phase. 10 tote Chars, 180 Stunden das Klo runtergespült. Aber sind wir mal ehrlich, die 180 Stunden haben auch richtig Spaß gemacht, haben verdammt viel Spaß gemacht. Ich habe mir jetzt auch die ganzen Patchnotes für die erste Phase angeguckt, für die erste Season. Habe auch den ganzen Shitstorm mir teilweise angehört und angeguckt. Ich persönlich muss sagen, aktuell merke ich von diesen Nerfs noch nichts. Wir haben gestern die Zauberin ohne große Probleme durch die Story gebracht. Sie hat verdammt viel Schaden gemacht. Sie hat verdammt viel Schaden ausgehalten. Danach waren wir noch in Dungeons. Ich war auch noch mit dem Necro unterwegs. Also bislang habe ich da noch keinen Unterschied gespürt. Aber heute Abend starten wir offiziell in die Season. Wir fangen nochmal von vorne an. Mal schauen. Vielleicht merke ich dann etwas. Ich bin gespannt, was die erste Season bringt. Und auch, wie häufig ich draufgehe und wie häufig ihr dabei sein werdet.